So, ich bin jetzt da bei einem ganz Großen, also ohne dir zu sehr den Anus zu lecken. Ne? Aber du bist der große Kapazunder der österreichischen Kabarettszene, Andi Witterseck. Du hast mich sogar liebenswürdigerweise gefragt, ob es mich stört, dass du einen Bart hast. Ja, ne, das ist ein Urlaubsbart. Irgendwann vergisst man zum Rasieren oder ist zu faul. Und dann irgendwann wird man neugierig und denkt sich, wohin geht das? Wie schaut das aus? Geht das Richtung Taliban oder so? Es gibt ja einen Punkt, wo es irrsinnig juckt. Ich weiß nicht, hast du schon mal probiert? So naja, ich habe nicht so viel Bart wie na, du. Naja, nein, ich hab auch nicht so viel. Das kommt da mit der Zeit. Also am Anfang gibt es eine Phase, so nach einer Woche, da juckt es wahnsinnig. Ich denke, okay, das geht nicht mehr. Ja? Und dann, wenn man dann schön faul ist und weiter nicht rasiert, dann wird es besser. Ja. Und ist das angenehm? Nein, das ist komisch. Ja. Aus dem fummelt man dauernd herum, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat was im Gesicht. Und was aber auch dazu kommt, ist, man hat dann Angst, wie wird es denn dann ausschauen, wenn man sich wieder rasiert? Hat man sich jetzt über die Ferien ein Doppelkind so gefressen, dass man nicht sieht? Ja. Und dann rasiert man sich. Kannst du erinnern, es gab einmal der Peter Rapport, den kennt man praktisch nur mit Bart. Ja. Stimmt, ja. Gell? Und da gab es einen Moment, wo er sich rasiert hat, ja. Ganz Österreich hat sich aufgeregt. Ja, sagt, stimmt. Der ist so schier, der Hut. Ja gut, Peter Rapp ohne Bart ist ja gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist wie ein Burg ohne Verlies. So ist es, ja. Und jetzt lässt du dir den Bart noch weiter wachsen? Oder? Nein, also ich wollte das gestern schon rasieren, aber wie gehört, ob du kommst, und mir gedacht, das ist die einzige Möglichkeit, dass man das verewigt, dass ich am Bart okay. habe, dass ich praktisch einmal als Dokument, ich mit Bart, und dann wird das, glaube ich, heute oder morgen kommt der weg. Aber du schaust wild aus, ja? Schon, ja. Hat ein bisschen was von Rübezahl auf sowas. Ja, so ist man verkommen heute. Halt, ja. Hoffentlich kennen sie die überhaupt. Das war ja nicht der Witterseck. Witterseck gesagt? Wie Andi Witterseck. Ja, das glaube ich, sitzt da mit irgendeinem Bauern oder so. Ne? Ja, das ist ein Schmäh. Ja, das ist der Witterseck. Oder ja. Madonna. Irgendwie. Du Andi, was mich wirklich interessiert, jetzt bist du, wie lange bist du jetzt in der Kabarettszene? Seit 81, also 35 Jahre. Ich kann mich erinnern, dass ich mal auf YouTube gefunden habe, da warst du ganz jung, du hast gemacht, he's got the whole world in his hand. Oh, da war ich total drüber, das war, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nämlich auf YouTube einmal gesehen. Steht unten in den Kommentaren, da muss er wahrscheinlich gute Drogen konsumiert haben, irgend sowas. Ja. Was aber nicht stimmt, ich war total auf Adrenalin, weil ich zum ersten Mal gespielt habe vor einer riesigen Kulisse. Und das hast damals begonnen, so zum ersten Mal? Ja, und jongliert. Und, ja. Achso, du bist ja eigentlich auch gelernter Pantomime gewesen und so ein bisschen jonglieren und Akrobatik gemacht, das würde mir jetzt gar nicht mehr glauben. Also war nur die Hälfte von der, aber ich habe ungefähr so ausgeführt wie du. Okay, okay. Und war auch relativ sportlich, finde ich. Also ich habe Assalt auf der Bühne können. Was hast du da gemacht auf der Bühne? Ja, mein Vorwärtsakt auf der Bühne gehabt. Jetzt auch noch im Programm? Ja, der Armut, den ich mache. Da geht es mir einliefern. So lange schon im Geschäft und das hat sich dann sukzessive aufgebaut. Dann habe ich eben den österreichischen Kleinkunstpreis, den habe ich 1, 2, 3 Mal, glaube ich, gekriegt. Den Salzburger Stier habe ich gekriegt. Ich habe den Schweizer Kleinkunstpreis bekommen. Der Deutsche fällt mir noch. Den Deutschen möchtest du noch haben? Was heißt, der fällt dir noch? Na ja, fällt mir noch. Das wäre der Einzige, den ich noch haben könnte. Das, und das Verdienstkreuz der Stadt. Hast du auch schon das goldene Verdienst für welche Verdienste? Das hat irgendwie in einem Kommentar hat das auf ja gefragt. Hast du es da noch, gell? Nein, hab's nicht da. Das darfst du nicht tragen. Das darfst du nur tragen zu so Empfängen oder beim Opernball. Und da ich noch nie beim Opernball war, wir haben da ein Wespennest irgendwo. Das ist da oben? Naja, nein, das ist ein Dummy. Also. Das soll eigentlich dazu dienen, dass die Wespen glauben, es ist schon da. Und okay. Die glauben es gar jetzt nicht mehr. Wenn zum Beispiel Enten-Dummy da unten funktioniert. Für das keine anderen Enten das kommen? Das keine anderen Enten. Sonst waren immer Enten da in dem Moment, wo wir diese Entenfamilie da unten haben, die Gummienten, kommen die Enten und sagen, da ist schon besetzt, und du willst kein Orle, du fliegst weiter. Und was hast du den Enten? Ja, na, scheißen ist ein Teich voll natürlich. Aber ist das nicht gut für die Natur, so für den Kreislauf? Für die Natur schon, aber für mich ist das nicht. So, wo ist meine Mappe? Und mich ja sehr vorbereitet. Bitte? Ich weiß noch nicht, das sehe ich dann im Schnitt. Aber mach da nicht so viel Kopf, das gehen wir mal ein bisschen lauter hin oder so. Ja. So,